Vielleicht hast du vor kurzem unser Überhosenvideo gesehen, in dem ich die unterschiedlichen Materialien, Pull, Wolle und Vlies vorstelle. Mir ist dann beim Schneiden nachträglich aufgefallen, dass es unheimlich viel Informationen zu dem Thema Pullüberhosen gibt. Und das war mir dann doch zu viel, das alles in einem Video unterzubringen. Darum habe ich dir die Informationen zu den Pullüberhosen jetzt hier in diesem Video nochmal zusammengestellt. Und in dem anderen Video ist das nur verkürzt. Also das ist jetzt ein reines Pullüberhosen-Video. Ich fange mal mit den ganz pflegeleichten Überhosen an. Das sind die aus dem Pullstoff. Ein Pullstoff ist in den allermeisten Fällen ein Polyester, der mit Polyurethan beschichtet ist. Und da kommt auch diese Abkürzung Pull her. Das bedeutet nämlich nur Polyurethan laminated, also Polyurethan laminiert. Daher leitet sich diese Abkürzung Pull ab. In den meisten Fällen ist das, wie gesagt, ein Polyester. Es kann auch mal in einigen wenigen Fällen sein, dass du außen einen Baumwollstoff hast, der dann innen drin mit dieser Membran beschichtet ist. Diese Membran ist mikroporös. Das heißt, es können keine groben, großen Wassertropfen nach außen austreten, sodass du also hier wirklich jetzt die Außenumgebung vor der Nässe, vor dem Urin geschützt hast. Es kann aber so im Laufe der Zeit Feuchtigkeit verdunsten. Das ist also auch etwas atmungsaktiv, so ein Pullstoff. Das ist ja auch ziemlich wichtig, denn du möchtest ja nicht ein abgeschlossenes, warmes Klima jetzt am Popo deines Kindes da haben. Der Pullstoff ist ziemlich pflegeleicht. Du kannst Pullüberhosen mehrmals verwenden. Du musst sie nicht jedes Mal neu waschen, außer sie sind natürlich jetzt mit Stuhlresten, mit Kackerresten irgendwie verschmutzt. In dem Fall kann es auch sein, dass du dann einfach nur mal hingehst und die partiell auswäscht und sie trocknen lässt, wenn du jetzt ganz in Eile bist. Oder aber du kannst so eine Überhose auch ganz einfach im Handwaschbecken eben auswaschen. Sie lassen sich problemlos mit den Windeln zusammenwaschen. Allerdings solltest du aufpassen, dass innen drin die Beschichtung jetzt nicht durch irgendwelche spitzen Gegenstände oder durch Klettverschlüsse auch beschädigt wird. Worauf du auch achten solltest, das ist, dass Pullüberhosen am besten separat gelagert werden. Das heißt, wenn du sie jetzt in die Wäsche geben möchtest, dass du die nicht in den gleichen Windeleimer gibst oder Wetchbag gibst, in dem auch die nassen Stoffwindeln liegen, sondern dass du sie möglichst separat noch lagerst. Dadurch wird der Pull nämlich auch noch geschont. Viele Hersteller empfehlen eine maximale Waschtemperatur von 40 Grad. Es gibt andere, die kannst du dann auch bei 60 Grad waschen. Wenn du auf deine eigene Verantwortung jetzt eine Überhose bei 60 Grad wäschst und der Hersteller hat nur 40 Grad empfohlen, dann kann es sein, dass die Lebensdauer der Überhose einfach etwas geringer ist. Das hat mehrere Gründe und zwar liegen die sehr oft auch an den Gummibündchen. Das ist auch der Grund, warum viele Hersteller empfehlen, die Überhosen jetzt nicht bei so ganz hohen Schleudergängen zu waschen. Also jetzt nicht 1600 oder 1800 Schleuderumdrehungen pro Minute wählen, sondern das eben niedriger runterstellen. In den Trockner sollten Überhosen meiner Ansicht nach auch nicht gegeben werden. Ich weiß, manche Leute machen das. Das Problem ist allerdings, dass die Trommeln oft sehr, sehr heiß werden. Oft viel heißer, als die Temperatur so in der Mitte ist. Und wenn jetzt deine Überhose genau an dieser heißen Metalltrommel liegt, dann kann es doch schon mal sein, dass die Innenschicht auf der, also diese Polyurethan-Beschichtung, dass die auf die Dauer dann einfach darunter leidet, runzelig wird, dass kleine Risse entstehen. Das ist auch der Grund, warum du im Hochsommer, wenn so wahnsinnig heiße Temperaturen sind, über 30 Grad, dass du sie nicht in der prallen Sonne trocknen solltest. Und noch ein Hinweis. Wenn du Vollwaschmittel verwendest, dann solltest du nicht noch zusätzlich Sauerstoffbleiche regelmäßig verwenden, denn die Sauerstoffbleiche, die hält die Farben auf, das ist das eine, das mag dir ja noch egal sein. Das andere Problem ist, dass sie aber schon auch diese Pullschicht dann auf die Dauer angreifen kann. Deswegen, du kannst jetzt ab und zu diese Sauerstoffbleiche benutzen, aber nicht andauernd, vor allem nicht in der Kombination mit einem Vollwaschmittel. Wie du siehst, hat diese Art von Schlupfüberhose auch am Bauch und an den Beinchen Vliesbündchen. Dadurch liegen diese Bündchen ganz gut am Babybeinchen an
und sind schön weich, machen das Ganze noch ein bisschen höher und hier passen super gut dann Höschenwindeln darunter, aber auch Bindewindeln oder eben Mullwindeln. In diesem Fall ist das jetzt eine Klettüberhose von Imse Wimse und zwar in der Größe Newborn, also für die Neugeborenen, die du wirklich schon so ab 2-2,5 Kilo verwenden kannst. Und wie du siehst, gibt es hier eine Aussparung für den Bauchnabel. Die Imse Wimse Überhosen haben sogenannte doppelte Beinbündchen. Hier ist also am Beinausschnitt noch einmal ein extra Streifen Pullstoff eingenäht. Der Vorteil von den doppelten Beinbündchen, der ist eben, dass sich der Stoff, der Windel, die da drunter liegt, dass sich der dann sehr schön da noch verteilen kann. Und das ist vor allem sehr gut bei Kindern, die sehr schmale Oberschenkel haben. Also gerade schlanke, zierliche Kinder kommen sehr gut mit den doppelten Beinbündchen zurecht. Dann gibt es natürlich noch die ganz glatten Gummis, die sind dann eher so für die moppeligeren Kinder. In vielen Überhosen habt ihr auch hinten dann noch einen Gummibund, damit da ein schöner Abschluss am Rücken erfolgt. Manche Überhosen haben sogenannte Prefold-Laschen, in die du dann eine Prefold einfach hineinlegen kannst. Und wie du siehst, kann die auch unterschiedlich ausgestaltet sein. In diesem Fall ist das eine, die sogar noch hier einen Fließstoff hat, der dann auf der Unterseite einen Pullstoff besitzt. Und dann liegt das auch schön weich auf der Haut an. Hier ist also die Prefold in der Überhose eingelegt und wenn jetzt diese Windel, die Prefold, schmutzig ist, dann nimmst du sie heraus und sollte deine Überhose jetzt gar nicht verschmutzt sein, dann kannst du sie nochmal verwenden. Ich persönlich gebe dir jetzt aber den Tipp, lass diese Überhose auslüften und zwar mindestens einen Wickelgang. Also nimm sie jetzt nicht gleich beim nächsten Wickeln oder beim übernächsten, sondern warte da nochmal ein bisschen. Du kannst sie auch nur schon mal feucht auswischen mit einem feuchten Waschlappen und dann lässt du sie gut lüften und dann brauchst du diese Überhose auch nicht jeden Tag dann jedes Mal dann waschen, wenn du hier diese Windeln dann wechselst, sondern du musst sie wirklich nur alle paar Tage waschen, wenn sie verschmutzt ist oder wenn sie dann anfängt zu müffeln. Worauf musst du jetzt bei einer Überhose achten, wenn du sie anlegst? Es ist egal, ob das eine Pullüberhose, Vlies oder Wolle ist. Auf jeden Fall musst du darauf achten, dass hier kein Stoff heraussieht. Du siehst, hier hinten ist jetzt noch der Stoff von der Windel. Das heißt, den muss ich jetzt wirklich runterschieben, so dass das Gummibündchen jetzt hier am Rücken liegt. Und damit jetzt hier kein Stoff hier herausschaut und die Oberbekleidung dann irgendwie durchnässt. Das kontrollierst du wirklich am Rückenbereich, du kontrollierst es auch vorne am Bauch. Und ganz wichtig natürlich auch hier bei den Beinbündchen. Da am besten immer nochmal mit den Fingern hingehen und wirklich schauen, dass nichts außen ist. Und außerdem kannst du so, wenn du mit den Fingern herumgehst, sicherstellen, dass die Bündchen gut anliegen am Bein, ja? Dass die jetzt auch nicht hier irgendwie so eingerollt sind, sondern dass sie schön anliegen. Der Vorteil der Pullüberhosen ist, dass sie sehr pflegeleicht sind. Also sie lassen sich sehr schnell waschen und trocknen sehr schnell. Das heißt, du hast sie auch mal im Handwaschbecken ausgewaschen und dann sind sie ruckzuck wieder einsatzfähig. Es gibt ziemlich viele bunte Muster und es gibt sehr viele unterschiedliche Formen und Farben. So, das hast du jetzt also wieder geschafft. Du hast wieder was Neues gelernt über die Pullüberhosen, über die unterschiedlichen Arten, worauf du achten solltest bei der Pflege, auch beim Lagern, beim Trocknen. Was sind doppelte Beinbündchen? Ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter bei deiner Entscheidung, welche Überhose für euch die richtige ist. Vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, zuzuschauen. Und ich hoffe, dass du auch demnächst wieder zuschaust. Es gibt dann nämlich noch ein extra Video nur über die Fließüberhose. Also, bis dahin, mach's gut. Tschüss.